So, dann lasst uns anfangen. Einen schönen guten Abend, danke fürs Warten und ein herzliches Willkommen unserer Nummer 93, Leo Pföderl. Leo, erstmal, wie geht's dir? Wie bist du drauf? Sehr gut. Bin gut drauf. Nach dem Sieg immer. Ist schön. Wir sind ein bisschen später gekommen. Du hattest in der Kabine noch so ein bisschen PR-Termine zu erledigen. Kannst du uns kurz erzählen, wen du getroffen hast? Ja, wir haben heute Besuch von den Union-Spielern gehabt. Die haben wir noch kurz ein bisschen rumgeführt und ja, weil die haben uns ja auch schon eingeladen. Jetzt haben wir es auch eingeladen und ja, war ganz nett. Gut, dann kommen wir mal zum richtigen Sport. Leo, wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, was soll man groß sagen? Ich glaube, war recht souverän. War ich wie letzte Woche am Sonntag. Ja, Augsburg war sehr, sehr schwach. Muss man, glaube ich, oder kann man mal so sagen. Ja, aber die Jungs haben es gut gemacht. Wie gesagt, solide runtergespielt, Tore gemacht. Ja, und dann nie ja, Gefahr aufkommen lassen, dass irgendwie Augsburg doch noch ja, vielleicht rankommen könnte. Wir haben es gerade in den letzten Heimspielen, also letzten zwei und eigentlich auch in vielen Heimspielen davor immer ganz gut geschafft, schon gleich von der ersten Sirene oder vom ersten Puck-Einwurf da zu sein, den Gegner unter Druck zu setzen. Wie kann man das schaffen, so bereit zu sein? Ich weiß, das ist ein großes Geheimnis. Was macht ihr einfach so, um so bereit zu sein? Liegt es vielleicht daran, dass nach den Auswärtsspielen oft auch freiwilliges Training war und alle quasi ihren eigenen Rhythmus machen konnten? Ja, Heimspiele sind einfach ja, noch mehr andere Nummer, das muss man schon sagen. Wenn man da ja, hier rauskommt und es sind immer so, keine Ahnung, 12, 13, 14.000 Leute, das ist ja, besser geht es ja nicht, gell? Das macht es ja von alleine. Also bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Wenn du das siehst, ja, das ist einfach das Schönste, was es gibt. Und ja, da brauchst du dann gar nicht mehr viel. Okay, wir kommen wahrscheinlich nicht raus ohne die Frage nach dem Spiel am Freitag. Wegen des schlechten Gewissens, was hier gerade schon eingeworfen wurde, hast du das Spiel gesehen? Und was kannst du sagen zu dem Spiel? Ich hab's nicht angeschaut. Okay, gut. Die beste Antwort. Trotzdem kann man schon sagen, dass das Spiel heute so ein bisschen eine Reaktion darauf war. Ja, auf alle Fälle. Ja, heute hat alles passt. Mai, Freitag, schwierig. Wie gesagt, die haben am Freitag eine kleine Auszeit vom Eishockey genommen. Ja, wenn die Mannheimer mal ins Rollen kommen, da ist dann nicht viel gewachsen dagegen. Das muss man auch ganz ehrlich zugeben. Ja, dass dann nach dem zweiten Drittel schon 6-1 steht, ist natürlich eine harte Nummer. Aber wie oder was das zustande gekommen ist, kann ich echt nicht sagen. Von dem her, solche Spiele gibt es. Und dann heißt es Reaktion zeigen und das haben sie halt gemacht. Und von dem her, ja, schaut es wieder besser aus. Wir heben uns auch die guten Spiele gegen Mannheim für die entscheidenden Spiele dann auf, richtig? Ja, ganz blöd, meine ich weiß, du bist ja ein sehr freundlicher Mensch, auch was deine Mitspieler angeht. Wie sehr hast du dich für Lukas Reichel heute gefreut, dass er jetzt mehr Tore geschossen hat als du? Hat er das? Er hat jetzt 8. Wie viel wie? 7. Ach, am Ende wird abgerechnet. Na, ist doch gut. Der Lucky ist ja, unfassbar, wie man das mit 17 Jahren schon so lässig machen kann, alles. Ja. Beeindruckt mich immer wieder, muss ich echt sagen. Also, eigentlich ist das ja, kleiner Pisser, gell? Aber er ist so, so gut. Es ist so schön, dem zuzuschauen, wie sich der bewegt, wie der Schlittschuh läuft. Ja, ist einfach ja, ein Traum. Und ich glaube, wir können einfach alle froh sein, dass er bei uns ist und auch, dass er schon so einschlägt. Und das, ja,
ist wirklich überragend, was er abzieht. Bevor diese ärgerliche Verletzung passiert ist bei dir, hattest du auch einen sehr guten Lauf. Wie kam denn das auf einmal? Ja, ganz schlecht bin ich auch nicht. ja, das ist das ewige Torjäger-Ding, glaube ich. Wenn es reingingen, dann passt es, dann sagt keiner was und kam das erste Mal 5-6 Tore keins. Ja, ist natürlich ja, die Hölle los. Ich muss sagen, mir ist das nicht zum ersten Mal passiert. Ist natürlich schade. Ich wollte natürlich hier gleich von Anfang an zeigen, was ich kann. Dass das dann die Dinger nicht zum Eingang sind, ist schon bitter, muss ich sagen. Aber ja, man muss dann einfach weitermachen. Das ist mir gelungen. Wie gesagt, ich kenne das. Ich habe das die letzten Jahre auch schon das ein oder andere Mal gehabt. Und ja, ich weiß auch, was ich kann. Ich habe eine tolle Reihe. Und ja, zum Glück sind es dann jetzt die letzten Spiele wieder reingegangen. Leo, jetzt fragen wir uns natürlich, wann kannst du wieder auf dem Eis sein? Besteht denn eine Chance fürs nächste Wochenende vielleicht? Die Chance, glaube ich, schaut nicht so schlecht aus. Ich fühle mich ganz gut. Wir werden morgen mal aufs Eis gehen. Und dann muss man einfach schauen. Ich hoffe natürlich, dass es wieder geht, weil so einen langweiligen Sonntag morgen nicht wieder haben. ja, da muss man jetzt einfach ein bisschen abwarten. Ich probiere das morgen und übermorgen und dann klären wir das nochmal mit unserer medizinischen Abteilung ab. Okay. Nächstes Wochenende Krefeld und Wolfsburg werden auch keine einfachen Spiele. Es ist Krefeld in Krefeld, da kannst du eigentlich nur verlieren, weil jeder sagt, wenn du gewinnst, dann muss man gewinnen und wenn du verlierst, dann ja, schlimmer geht es nicht so ungefähr. Muss man schauen. Es sind immer gefährliche Sachen. Die haben zwei, drei Männer, die wenn einen guten Tag haben, machen die allein 5-6 Buden. Aber wenn wir die im Griff haben, dann glaube ich, haben wir gute Chancen. Und Wolfsburg ist auch immer so eine Wunderkiste. Ich glaube, wir brauchen auf den nicht schauen, wir müssen auf uns schauen, wir müssen unser Spiel durchziehen und dann glaube ich, sind 6 Punkte ja drin. Das klingt doch gut. Herr Cigan, eine Frage? Womit haben dich die Eisbären gelockt? Ich habe schon immer so ein bisschen Fable für die Eisbären gehabt, gebe ich ganz ehrlich zu. Wenn wir mit Nürnberg hier waren, mir hat das immer sehr, sehr gut gefallen mit der Arena, mit der Stadt, was der Verein einfach für Tradition hat, für was er steht. Das einfach für mich, auch wenn es jetzt die letzten Jahre nicht ganz immer gereicht hat, immer nur der größte Verein in Deutschland ist. So wie ich aufgewachsen bin, waren immer Eisbären, da ist nichts dagegen gewachsen. Und das hat mich einfach interessiert. Und wo dann das Angebot gekommen ist, war dann relativ schnell klar eigentlich, das mache ich, das probiere ich aus. Ich mag nochmal was Neues ausprobieren. Und ich bin sehr glücklich, wie das jetzt alles gelaufen ist. Okay. Gut. Sonst noch Fragen? Gut. Leo, eine Frage habe ich noch. Du bist ein großer Musikfan. Was wird das nächste Konzert sein, was du in Berlin dir anhören wirst? Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt ein paar, die wo ich mir anschauen mag, aber ich kann ja nicht sagen, wann die genau sind. Deswegen, was waren das? Ja, das sind zu viele. Man muss ja immer schauen, ob man, ob es an einem freien Tag kommt oder ob wir spielen. Sobald ich ein bisschen an Rock'n'Roll anschauen kann, dann mache ich das auch. Also mehr Gitarre.
Mehr Gitarre, ja. Okay. Alles klar, dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass Leo heute da war. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Danke für diesen unterhaltsamen Fan-Talk. Leo Föder!